also eine Weizenart haben Sie gleich erfasst. Es gibt also zu den Weizenarten noch Emma und Einkorn, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Kommen wir gleich zu, das merke ich mir. Also wir haben die Weizenarten auf alle Fälle. Wir haben Buchweizen, ist keine Getreideart übrigens, ist ein Knöderich. Ne? Haben wir peripher in der Jungbronzezeit auch schon. Und wir haben noch eine ganz wichtige andere, bevor, ja wer kocht jetzt nicht im Winter, Eintöpfe, Leguminosen, Hülsenfrüchte, Erbsenbrunnen, ja, Linsen. Also in der Jungsteinzeit haben wir Erbsen hier, wir haben auch schon Linsen, ganz wichtig. Und in der Bronzezeit kommen die Bohnen dann dazu, die Ackerbohne. Also wir haben Getreide und wir haben Leguminosen und die kann man super trocknen und super gut aufbewahren, ganz klar. Aber man kann natürlich auch Wildfrüchte sammeln, die trocknen und so weiter. Und dann haben wir Mais. Wo kommt der Mais her? Popcorn. Ja, Südamerika. Jawohl. Und ist Südamerika dann schon in der Bronzezeit entdeckt? Also jein. Ich weiß da noch nichts von, dass sie mit dem Einbaum über den Atlantik gepaddelt sind. Mit Kon-Tiki da, mit dem. Ja, mit Kon-Tiki. Also das dreimal versucht. Es müsste eine Verbindung gegeben haben. Ich glaube, das ist so eine sehr vage Hypothese für diese frühe Zeit, also eine Verbindung nach Amerika anzunehmen. Ja, aber wir sind ja nicht in Amerika im Moment. Ja, die Beringstraße verbindet ja. Ja, also klar, Amerika wird ja auch irgendwann mal interessant für uns, ganz sicher. Aber in dieser frühen Zeit finden wir zumindest überhaupt keine vegetabilen Hinweise darauf, dass es Kontakte zu Amerika, Süd oder Nord, egal was. Es gab vielleicht ja einfach Mais, vielleicht sogar früher als in Amerika. Ja, also wenn Sie da einen Hinweis finden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, aber es müsste sich irgendwo im Pollenspektrum niederschlagen, es müsste sich irgendwo, wenn man, wir finden Getreidekörner, wir finden alles Mögliche, aber Mais, also Popcorn irgendwie am Lagerfeuer, ich fürchte, wir müssen das noch ein kleines bisschen in die jüngeren Perioden schieben. Das heißt nicht, dass Sie nicht recht haben können. Nee, es ist nur einfach bis jetzt nicht wissenschaftlich. Ich will nur diese aufgreifen. Es sind da sehr viele Dinge gemacht worden, um es zu beweisen. Außerdem die Plattenverschiebungen für, weil der Kontinente näher zusammen. Ja, aber dafür sind wir jetzt bloß 4000 Jahre weg. Ich meine, das ist schon eine beeindruckende Zeit für uns, die wir vielleicht 80 oder 100 Jahre alt werden. Wobei natürlich die neuesten Entdeckungen der Menschen ja noch weiter zurückreichen. Aber auch das ist die Verbindung zum sibirischen, also zum Sowjetunion im Grunde. Wie heißt denn das jetzt so eigentlich? Russland, genau. Das könnte sich einer auch an den Einbaum geschnallt haben und irgendwo dann gelandet sein. Also das Problem mit dem Einbaum ist, dass er nicht alle Wellenschläge ab kann. Wir sind mit dem Einbaum auf der Ostsee gefahren schon. Die Wellenabstände gingen, auch bei Windstärken bis zu 7. Das ist schon ganz schön. Für die Ostsee macht ist das schon ein unruhiges Bild. Aber der Atlantik ist noch ein anderer Schnack. So, und er ist ja nun dreimal mit seinem Schiffboot irgendwo hängen geblieben. Jetzt nicht Kon-Tiki, sondern wie hieß er jetzt? Genau, ja. So, das ist echt ein... Wobei natürlich in Südamerika auch die Versuche gemacht wurden, schon mit anderen umgekehrt oder umgekehrt. Und, haben Sie es geschafft? Ich wüsste da jetzt kein Deutsch. Nee. Ja, Haie zwischengekommen. Haie, Die Haie weniger. So. Aber die Boote halten es nicht aus, ne? Wenn dann die Wellen... Die Boote halten es nicht aus. Elbe? Die Elbe fließt meines Erachtens immer noch in die Nordsee und das tat sie vermutlich auch schon in der Bronzezeit. Und sie kommt von, na wo kommt die Elbe her? Unten, ganz aus dem Riesen. Riesengebirge. Genau. Das so. Also wenn ich jetzt in beide Richtungen fahre, einmal könnte ich eine Butterfahrt nach Helgoland machen und da ein bisschen Kupfer holen. Die haben nämlich Kupfer anscheinend. Oder andersrum, ich fahre rauf die Elbe. Also wenn man gegen den Strom ist, ist es rauf. Und kann also dann dort Handel treiben. Und dann, wenn man dann noch einen weitergeht, ist ja die Elbe nicht losgelöst, da kommen ja auch noch andere Flüsschen. Moldau zum Beispiel. Wo fließt sie hin? Na, sie mündet in die Elbe. Wenn ich also mit meinem Einbaum dann hochgetuckert bin und dann abbiege in die Moldau, und dann könnte ich noch eine Hochzeitsreise nach Prag machen, klar, aber ich könnte auch nach Aunjetiz fahren. Das
scheint sich hier auch wieder zu spiegeln. Die Menschen hier in Hitzacker hatten mit den Menschen aus dem Aunitizer Kulturkreis, ungefähr 100 Kilometer nordwestlich von Prag, Verbindung. Wir finden das an den Keramiken, die hier sind. Die Aunitizer Tasse, die liegt hier vorne so ein bisschen ganz schnuggelig, so mit der Öffnung zu uns. Wenn Sie nachher rausgehen, können Sie einmal gucken. Hat ganz charakteristische Merkmale, also Typenbildung wieder, die nur in diesen Kulturkreis da unten passen. Und so ein Ding finden wir hier oben. Ja. Auch mit der Bronze ist es ähnlich. Wir haben die, die Prinzessin oder Fürstin von Soltau, Fallingbostel, eine Dame, die mit Trachtausstattung bestattet wurde, die auch nicht in unsere nordische Region passen, sondern eigentlich aus Ungarn stammt. Also Handel. Handeln, ganz wichtiges Thema. Wir finden hier Bronze bei uns. Ich weiß nicht, ob einer schon bei Ihnen bei dem Bronzegießer war und weiß, was Bronze ist. Ach, Herr Schwen hat es ja gerade verraten. Also eine Legierung zwischen Kupfer und Zinn. Nichts davon gibt es in Lüchow-Dannenberg. Weder Kupfer noch Zinn. Ja, aber der Fluss hat ja an sich alles möglich gemacht, mit dem Transport. Ja, und wenn ich das über Landstraßen einhandel, aber was tausche ich? Also ich kriege jetzt tollen Kupfer irgendwo her oder Zinn, ganz kostbar. Oder vielleicht auch halbfertig Fabrikat. Was tausche ich denn hier als Hitzackeraner denn dagegen ein, gegen solche Kostbarkeiten? Fälle. Was habe ich denn hier? Fälle, okay. Wolle oder irgendwas. Getreide. Getreide, ja, bei unserer armen Region ist das vielleicht nicht unbedingt so der Hit, ne? Fisch. Steine, spezielle Steine. Steine, was denn für Steine? Was haben wir denn hier oben im Norden? Normale Steine. Normale Steine gibt es überall. Mal, zum Getreide im Malen. Feuerstein. Ja, der, sowas, ja. Der Feuerstein, da können Sie in Süddeutschland gucken, so viel Sie wollen, da finden Sie keinen vernünftigen Flint. Die haben dann Hornsteine, was weiß ich, Amphibolite, all so ein Kram, aber die haben keinen Feuerstein. Und der Feuerstein ist eines der genialsten Werkzeug, Rohstoffe, so heißt das Wort, den es gibt. Wenn Sie sich dafür interessieren, Herr Martens hat seine Flintwerkstatt mitgebracht. Die Kinder können bei Herrn Juncker gerne auch selber mal ausprobieren, wie toll und wie scharf die Abschläge von diesem Material sind. Ein ganz wunderbares Material. Ja, das ist aber ein richtiges Handelskonzept. Das ist wirklich was. Und es gibt hier oben noch was Schönes. Damit schmücken wir Damen uns auch heute noch gerne. Bernstein. Wir finden den baltischen Bernstein also auch ohne Probleme im mediterranen Raum. Der wandert dann entweder von Ort zu Ort oder tatsächlich geht ein Händler rum, hat was mit, tauscht es ein. Also EU ist keine Erfindung des 19. oder 20. Jahrhunderts. Und es gibt noch eine tolle neue Erfindung. Während wir also im Neolithikum ja nur noch kein Metall haben, haben wir tolle Klingen. Wenn diese Klinge kaputt geht, dann kann ich, wenn ich Glück habe, sie noch ein bisschen einkürzen, aber eigentlich kann ich sie nur noch wegschmeißen. Wenn mir eine Bronzeklinge kaputt geht, was auch passiert, wenn die Eiche zu trocken ist zum Beispiel, oder zu lange liegt, wird sie irre hart, dann macht es auch mal eine Bronzeklinge kaputt. Mache ich mit einer Bronzeklinge? Schmeiße ich die weg? Einschmelzen. Wie heißt das heute? Recycling. Im Grunde. Also Recycling, auch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Leid es mir tut. Gibt es alles schon. Wir haben Wurzeln. Aus diesen Wurzeln entwickelt sich das, was wir heute sind. Und es wird sich das entwickeln, was wir übermorgen sein werden. Deshalb ist die Archäologie auch so eine tolle Wissenschaft. Zeigt uns die Wurzeln. So, haben Sie hier noch Fragen zu? Ja, was in dem Kuch aufbewahrt wurde. Die Frau hatte, die Dame, die hier eben saß, hatte ja schon ganz richtig vermutet, Getreide. Wir finden... Die heißt Doris, heißt die. Doris,
Super, Dankeschön.